Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und wir haben uns lange nicht gesehen auf diesem Kanal. Wir haben jetzt ein paar Wochen hier keine Videos gemacht, aber ab und an kommen hier natürlich noch Videos zum Thema Optionen. Ich will auch hier weiterhin optionsspezifische Themen beantworten oder beziehungsweise mit euch behandeln. Und heute sprechen wir mal über Covered Calls. Und der Anlass, warum wir über Covered Calls sprechen, ist mein neues Buch. Ja, da muss ich jetzt keine Werbung dafür machen, weil die Werbung habt ihr ohnehin schon gesehen auf dem anderen Kanal oder irgendwie bei uns auf Instagram und sonst irgendwo hier Optionsgewinne mit System. Und da gibt es natürlich Reaktionen auf dieses Buch, unter anderem auch zum Thema Covered Calls. Und deswegen will ich euch heute erklären, warum ich keine Covered Calls handle und wieso, weshalb, warum, jetzt im Video. Okay, Buch ist am 29. Februar erschienen, läuft wie geschnitten Brot, ne? Also läuft richtig gut. Wir haben schon zigtausend Stück verkauft und natürlich ist es ganz klar, jetzt gibt es auch viele Reaktionen. Und momentan sind die Reaktionen so, ich sag mal, zwiegespalten. Okay, auf der einen Seite sind die Leute, die noch nie was mit dem Thema Optionen zu tun hatten, die noch nie was mit dem Thema Börse zu tun hatten, also wirklich Einsteiger. Und die schreiben mir, Mensch, das Buch ist super, ich habe total, habe so für mich so eine Basisstrategie erkannt, die ich jetzt versuchen werde umzusetzen. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht auch schon mein erstes Buch gelesen haben, vielleicht gehörst du auch dazu, die sich ein bisschen näher mit dem Buch oder beziehungsweise mit dem Thema Optionen beschäftigt haben und die sagen, ah, das Buch ist eher enttäuschend, ne? Es geht ja eigentlich nur um Aktien und dann wird nur so ein bisschen Cash Secured Put behandelt, das erste Buch hatte viel mehr Tiefgang und so weiter und so fort. Das heißt, die sind eher nicht so überzeugt von diesem Buch. Ne? So, und jetzt muss ich sagen, ich freue mich natürlich über jede Reaktion. Also egal, ob die positive ist, ob die negativ ist. Klar, wenn jetzt einer schreibt, hey, der macht das nur, weil er mit dem Buchverkauf Geld verdienen will, ne? Ach, da kann ich nur müde drüber lachen, weil ich jeden Cent, den ich an diesem Buch verdiene, spende. Also das heißt, ich habe ja keinen einzigen Cent daran, weil ich meine Autorenhonorare spende und deswegen so what, ne? Also das sind die Dummschwätzer. Lassen wir die mal außen vor. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich bin ein bisschen enttäuscht aus denen und den Gründen. Und das finde ich natürlich total interessant. Warum? Erstens, ich nehme das natürlich auch gerne an und sage, hey, okay, vielleicht könntest du beim nächsten Mal oder in der nächsten Auflage noch ein bisschen mehr reinpacken, was anderes machen. Es gibt aber auch so Dinge, die kritisiert werden, aus Sicht des Kritisierenden vollkommen zu Recht, aus meiner Sicht, aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil ich es ganz bewusst nicht reingeschrieben habe. Und ein Thema ist Covered Calls, okay? Mir haben zwei, drei Leute geschrieben, naja, du behandelst natürlich die, wie man Put-Optionen verkauft, also Cash-Secured Puts, wie man damit Prämien verdient, aber du behandelst zum Beispiel überhaupt nicht Covered Calls, obwohl das doch eine tolle Strategie ist, mit der man, wenn man dann die Aktien hat, auch wieder Prämien verdienen kann. Und ganz ehrlich, ich habe das auch lange gedacht. Ne? Ich habe das auch lange gedacht. Ich habe auch viele, viele Jahre habe ich Covered Calls gehandelt und mittlerweile bin ich vollkommen davon weggekommen. Das heißt also, wenn du mein Trading dir anschauen würdest, ne, wenn du mal in meine Konten hineinschauen würdest, dann würdest du feststellen, dass wir so gut wie keine Covered Calls schreiben. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Also ich sage mal, von 100 Trades ist einer vielleicht ein Covered Call Trade. Und das hat natürlich Gründe. So. Und die Gründe, ich habe mir extra hier einen kleinen Zettel dazu gemacht, um das mal an einem Zahlenbeispiel zu machen. Die Gründe sind vielfältig. Fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist überhaupt ein Covered Call? Also mal für die Leute, die das noch gar nicht kennen, was ist das überhaupt? Im Grunde genommen völlig simpel. Und zwar, du hast eine Aktie, ja, die läuft irgendwie. Und jetzt sagst du, okay, wenn ich mindestens 100 Stück dieser Aktie habe, dann kann ich doch jetzt hergehen und kann sagen, ich verkaufe hier oben einen Call und dieser Call generiert mir doch eine Prämie. So, und das Ganze heißt Covered Call. Warum? Weil du ja die Aktien hast und damit ist dieser Call risikolos. Das heißt also, das Geld, was du oben bekommst, ist völlig risikolos, weil was kann dir schon im schlimmsten Fall passieren?
die Aktie geht hier nach oben, geht hier oben drüber weg und dann kriegst du eben hier deine Aktien weggenommen, hast die Prämie verdient, alles ist okay, die Position ist aus dem Depot, du fängst das wieder von vorn an. Jetzt geht es aber schon los, wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen. Ich bin nicht mehr so überzeugt wie früher davon. Das hat mehrere Gründe. Fangen wir mal an mit der steuerlichen Betrachtung. Ich weiß, Steuern denken immer viele, hey, muss man sich gar nicht drum kümmern. Doch, darum musst du dich extrem kümmern. Mal angenommen, du hast hier diese Aktie gekauft und machst jetzt, und hier oben wird sie dir wieder weggenommen. Was passiert dann? Dann bedeutet das doch, dass hier die Aktie, die auf dem Weg nach oben war, dass diese Differenz dir momentan mit 25% versteuert wird. Das heißt, der Gewinn, wenn du die Aktien verkaufst, wird mit 25% versteuert. So, das heißt also, du gibst schon erstmal etwas ab. Und wann geht eine Aktie nach oben? Meistens nur, wenn sie in einem Aufwärtstrend ist. Und das sind ja Aktien meistens. Das heißt also, du generierst fortlaufend, realisierst du Gewinne und musst fortlaufend Steuern zahlen. Viel besser wäre es ja, diese Aktien zu behalten und gar nicht zu realisieren, weil dann musst du auch keine Steuern darauf zahlen. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, mal angenommen, jemand sagt, naja, ich mache das ja aber nur, wenn die Aktien gefallen sind. Okay, kann man auch machen. Ne? Jetzt mal angenommen, du machst das hier und schreibst jetzt hier irgendwie wieder diesen Call. Also so, kriegst wieder hier deine Prämie, alles gut und schön. Und jetzt geht es aber hier wieder nach oben. Und gerade nach solchen Einbrüchen, was passiert denn dann sehr, sehr häufig? Es passiert doch sehr häufig, dass wir so etwas hier sehen. Es geht runter und dann geht es hoch. So, und du begrenzt dich aber hier. Das heißt, du begrenzt dein mögliches Erholungspotenzial oder aber du musst dann permanent rollen, ne? Was auch nicht sehr, sehr sinnvoll ist. Das heißt, du machst zwar hier einen Gewinn, und das ist ja schon mal okay, aber du begrenzt deinen Gewinn nach oben. Weil, guck dir doch mal eine Aktie an und wir nehmen dann gleich von der aus noch ein Beispiel. Wenn du ein Bullenjahr hast, wie beispielsweise 2019 und der Markt steigt 35-36% und du schreibst immer auf 2-3 Monate im Voraus Calls, die irgendwie 5-7% über dem aktuellen Preis liegen, naja, was passiert? Du kriegst ständig deine Aktien weggenommen. So, und es wäre viel besser, die Aktien zu behalten und lieber diesen Run mitzumachen. Apple ist im Jahr 2019 100% gestiegen. Das heißt, hättest du Calls geschrieben, die wären ständig weggecallt worden, du hättest ständig hier Steuern darauf bezahlt und du hättest nie den Gewinn gemacht, den du wirklich machst. Und wenn du dir das anschaust, zum Beispiel in Amerika gibt es viel solche Strategien mit Covered Calls. Und wenn du mir mal anschaust, woher kommt die Performance, die kommt immer nur aus dem Anstieg. Ne, die könnten das hier oben auch weglassen, einfach ihre Aktien laufen lassen. Da käme immer viel mehr raus als über das Verkaufen von Calls. So, zweiter Punkt. Ne, also hier auch nicht so optimal. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, warum ich mittlerweile vollkommen weg bin vom Covered Call Writing. Also zumindest zu 99% weg davon bin. Und das hat mit dem sogenannten Skew zu tun. Ne? Kennst du vielleicht auch der Skew? Das heißt, die Verteilung der Optionsprämien. Und du weißt, das sieht im Aktienmarkt so hier aus. Also das heißt, Puts, ganz simpel erklärt, ne, das ist keine akademische Erklärung, aber so, dass es jeder versteht, Puts sind in der Regel immer teurer als Calls. So. Und das bedeutet, wenn du mit Call-Optionen überhaupt was verdienen willst, wenn du die verkaufst, musst du sehr nah an die Preise herangehen, was eben wieder das Risiko erhöht, dass dir die Dinger weggenommen werden. Und jetzt ist es so, jetzt kann man sagen, ah okay, aber gerade in so Phasen, wo es doch runtergeht, da kann man doch gut was machen. Zeige ich dir ein Beispiel. Deswegen, ich habe mir das für heute mal rausgesucht, ne? Aktuelles Beispiel aus dieser Woche. Wir nehmen mal hier die Apple, weil die Aktie jeder kennt. Die hat sich jetzt in den letzten Tagen genauso entwickelt wie der breite Markt. Ne? Gab es keine allzu großen Unterschiede. Und wenn wir jetzt hergehen, sagen, okay, wir schreiben jetzt Optionen, 44 Tage, Restlaufzeit. Und zwar schreiben wir einmal einen Put und einmal schreiben wir einen Call. So, und das Ganze, damit wir es vergleichbar machen können, am Delta 10. Das ist einfach nur ein Vergleich, ne? Ob du das jetzt am 10er machst oder am 20er, das spielt jetzt keine Rolle. Ich habe einfach mal Delta 10 genommen. Was bekommst du dafür? Du bekommst für die Call-Option momentan, das wäre ein 345er Put. Sorry. 345er Call, bekommst du aktuell 1,42 Dollar.
So, $1,42 pro Aktie. Wenn du den Put dagegen schreibst, wechsel mal die Farbe, für einen Put, das wäre der 250er Put, bekommst du $2,80. Das heißt, das ist, du kriegst für den Call nicht mal oder gerade so die Hälfte wie für den Put. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, aber es ist doch unwahrscheinlich, dass es hier auf 345 geht. Ja, ist unwahrscheinlich. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und das Chance-Risiko-Verhältnis ist einfach, sorry, beschissen. Weil die Aktie, du musst dir mal überlegen, was 100 Apple momentan kosten, was du da also für Geld investiert haben musst, um Cash-Secured Puts zu machen, beziehungsweise, wenn du schon hast, machst du ja Covered Calls, ne? Also, wenn du Covered Calls machst, wie viel du Geld investieren musst, und dann kriegst du dafür $142, dass du dann auch vielleicht noch weggenommen kriegst. Sorry, das ist nicht die Art von Börsenhandel, den ich betreiben möchte, ne? Und es sind auch keine zusätzlichen großartigen Einnahmen, das ist doch nichts. Überleg dir mal allein, wie viel es Dividende gibt für die Apple-Aktie. Und da ist doch in 44 Tagen, kriege ich für 100 Stück gerade mal $1, $142, das ist doch ein Witz. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Ne? Da mache ich doch lieber eins, da schreibe ich doch lieber Cash Secured Puts. Weil was habe ich da davon? Dann weiß ich eben, dass ich die Aktien zum günstigeren Preis kaufen kann und dann wieder Einkommen über Dividenden erziele. Was habe ich denn hier für ein Einkommen? Ich habe hier ein Einkommen von $142, meine Aktien sind weg, ich tue den Wertanstieg auch noch versteuern und dann sitze ich da wie Max in der Sonne und muss schauen, wie ich wieder in die Aktien reinkomme. Übrigens, die $142 muss ich auch noch versteuern. Ne? So. Also das macht überhaupt aus meiner Sicht finanziell überhaupt keinen Sinn. Und das ist so wirklich dieses, ja, ich habe ja ein Einkommen, aber das Einkommen ist so klein, dass es gar nicht lohnt und sich die Mühe macht, darüber nachzudenken. Und es kommt ja noch eins dazu. Apple kostet ja momentan Geld. Ich gucke mal schnell nach, was gerade eine Apple-Aktie kostet, damit wir mal eine Vorstellung haben. Also, gucken wir uns das mal ganz schnell an. Kleinen Moment. So, Apple aktuell, jetzt hier zum Zeitpunkt der Videoaufnahme, kostet $300. So, roundabout $300. Okay, das heißt, wir reden hier über $30,000. Und jetzt gehst du davon aus, dass du dann innerhalb von anderthalb Monaten $142 haben musst, die du auch noch versteuern musst. Und die meisten von euch, sind wir doch mal ehrlich, schaut mal eure Depots rein, wer hat denn 100 Aktien von Apple? Also das heißt, Covered Calls kannst du doch nur machen mit Aktien, die du dir leisten kannst. So, und dann reden wir über eine Coca-Cola-Aktie, die irgendwie $50 kostet. So, das heißt, wir reden hier über $5,000. Und dann kannst du dir ausrechnen, dann kriegst du ungefähr ein Sechstel von dem. Das heißt, du kriegst irgendwie hier, keine Ahnung, $30. $30 Covered Calls, zieh da mal die Gebühren ab, zieh da mal die Steuer ab, was bleibt denn am Ende noch übrig? Und das sagst du dann, ist Einkommen aus Covered Calls. Das nenne ich Pennies aufheben, wo woanders Dollars liegen. Ja? Und deswegen habe ich nicht vergessen, in diesem Buch Covered Calls zu erwähnen, sondern ich habe es ganz bewusst nicht gemacht. Ich nehme es aber als Anregung und würde ich heute das Buch nochmal schreiben, ich schreibe vielleicht immer noch ein paar Kapitel dazu, dann würde ich ein Kapitel über Covered Calls schreiben und zwar, warum ich es nicht mache. Dass ich es ganz bewusst nicht mache, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Weil es überhaupt keinen Sinn macht und wer ehrlich ist zu sich selbst und wer ehrlich in seine Depots reinschaut, der wird feststellen, du kannst mit ganz anderen Dingen viel, viel mehr Geld verdienen. Und mir geht es nicht darum, 10.000 Strategien umzusetzen, nur weil es die gibt. Ich will das umsetzen, was funktioniert, was für Leute funktioniert, was für Kunden funktioniert. Und wenn das so ist, dann haben wir alle viel, viel mehr davon. So, wenn du sagst, hey, das mit den Cash Secured Puts, wie funktioniert das, wie kann ich das umsetzen, dann kauf dir einfach das Buch, lies dir das Buch durch, schau dir das an. Und wenn du sagst, ich will ein bisschen tiefer einsteigen, ne, dann gibt es dir unten den Link, jensraube.de/termin, schau dir das einfach an und komm dann in ein Beratungsgespräch. Wir sprechen mal miteinander, ob wir dir dabei behilflich sein können oder nicht.
Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit heute, wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg auch am Optionsmarkt und denkt dran, Optionen sind keine Raketenwissenschaft, wenn man es nicht zur Raketenwissenschaft macht. In Deutschland ist es leider so, dass nachdem wir am Anfang, so vor 10, 12 Jahren, so eine richtige Welle mit Optionen gesehen haben, dass es momentan immer verkopfter wird. Ne? All die Leute schreien regelrecht danach, bitte mach's kompliziert, bitte mach's kompliziert. Aber ich bin eher so, dass ich sage, mach's doch lieber einfacher, mach's doch lieber einfacher. Wenn es Leute gibt, die sagen, hey, das ist zu einfach, das ist im Grunde genommen, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Weil wenn Leute sagen, das ist viel zu einfach, das kann nicht funktionieren, das ist immer so. Alles, was in der Wirtschaft funktioniert, ist einfach. Alle, die es kompliziert haben wollen, sollen das machen. Wir sehen uns wieder, bestimmt auch auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.